Hallo Leute, ich bin's Kim und ich habe mir endlich ein iPhone geholt. Ja, ich habe mein altes Samsung-Handy aufgegeben und mir stattdessen ein iPhone gekauft, weil ich auch finde, dass das iPhone viel schöner aussieht und auch das Layout da drin viel schöner ist. Und deswegen mache ich heute den What's on my iPhone Video und zeige euch jetzt einfach mal, was für Apps ich auf mein iPhone drauf habe. Aber ich kann euch schon mal sagen, meine Apps, die sind nicht so spannend, weil ich nur das Nötigste draufgeladen habe, weil... Ja, wenn ich so viel drauf lade, manche benutze ich eh nicht, von daher fand ich es unnötig und habe nur das Wichtigste auf mein Handy downgeloadet. Und wir zoomen jetzt einfach mal auf mein Handy. Das ist mein Handy und ich habe mir das in weiß gekauft, weil ich weiß immer schöner finde als schwarz. Und darauf habe ich eine Chanel-Hülle getan. Die ist natürlich nicht echt, die habe ich mir letztes Jahr aus China gekauft, weil ich wusste, dass ich mir irgendwann ein iPhone kaufe. Und deswegen hatte ich mir die dann schon mal gekauft. Aber schöner hier dran fände ich es, wenn es hier auch noch weiß wäre, weil dann würde ich nicht hier so einen schwarzen Rand haben. Egal, ich starte jetzt einfach mal mein Handy. Und tada, ihr seht einen Typen. Das ist jetzt nicht mein Freund oder so, das ist einfach ein koreanischer Schauspieler, den ich aber total toll finde. Und weil ich ja so ein koreanischer Drama-Freak bin, habe ich mir den als Hintergrund gemacht, weil ich auch finde, dass das halt von der Farbe her gut passt. Und dann... mache ich einfach mal mein Handy an, so. Und auf der ersten Seite seht ihr halt, wie auf alle iPhones, die Basic-Sachen, die halt immer da drauf sind, wie zum Beispiel Uhr, Kalender, Mappe, Wetter und so, ne? Ihr wisst. Und hier bei den Extras habe ich dann halt die ganzen Sachen zusammengefasst, die ich unnötig fand und habe die dann in so eine Mappe reingetan sozusagen. Hier unten habe ich jetzt auch ein bisschen umgeändert. Ich habe Telefone, dann habe ich meine Nachrichten, dann E-Mail und dann hier Internet. Weil normalerweise war hier unten, glaube ich, irgendwie FaceTime und ich benutze sowieso kein FaceTime. Deswegen habe ich die dann eher da reingetan. Dann kommen wir zu der spannenden Seite und zwar die zweite Seite. Und ich habe nur zwei Seiten, ich habe keine dritte, weil, wie gesagt, ich habe nur die nötigsten Sachen draufgeladen. Hier habe ich dann, wie jeder, glaube ich, der ein Smartphone-Handy hat, WhatsApp und Instagram und halt Instagram-Follower, wer mich entfollowt und wer mich followt. Aber darauf gucke ich eigentlich eh nicht so oft. Eigentlich kann ich das auch löschen, aber egal. Dann habe ich hier Soundcloud, weil ich lade eigentlich gar keine Lieder mehr auf mein Handy oder downloade Lieder auf mein Handy, weil man hat Soundcloud, wenn man... das einmal geladen hat und dann kein Internet hat, kann man trotzdem die Lieder, die man sich in die Playlist getan hat, immer wieder anhören. Und deswegen finde ich Soundcloud eine super tolle Erfindung. Und dann habe ich YouTube, weil ihr wisst ja, ich bin ja YouTuber. Und Tumblr, weil ich da einen Blog drauf habe, aber ja, das benutze ich schon seit einem Jahr nicht mehr. Facebook habe ich mir draufgeladen, weil ich habe keine Ahnung, ich benutze Facebook so gut wie nie, aber habe die mir trotzdem draufgeladen, weil es halt so ein Social Network Teil von mir ist. Und auch Twitter, was ich noch seltener benutze als Facebook. Ja, Sprachfehler, I'm sorry. Aber egal, auf jeden Fall sind das halt diese Social Networks Dinger, die jeder hat. Und WeChat habe ich mir drauf gemacht, weil ich halt viele... nicht viele asiatische Freunde habe, aber halt so Cousinen, Cousins, die eher WeChat haben und deswegen, ja, habe ich mir dann auch WeChat gedownloadet. Und bei WeChat finde ich es halt cool, ich zeige euch das mal hier, man hat viel coolere Smileys, zum Beispiel wie die hier. So, ja, meine Cousine hat gerade geschrieben, aber zum Beispiel, man hat hier so einen Hamster, die sind mega cool und ich liebe irgendwie diese Emotions, weil die viel besser sind als bei WhatsApp. Bei WhatsApp hat man irgendwie nur die normalen Emotions. Und deswegen, ja, habe ich WeChat. Dann Snapchat, was ich eh unnötig finde, weil ich das eh nie benutze. Ich benutze es nur, damit andere Leute mir Fotos schicken können. Und das finde ich jetzt gerade ein bisschen nervig, dass die dazu spammen. Deswegen, einen Moment, ich mache das ganz kurz mal aus und unterbreche mein Video. So, ich habe keine Ahnung, wie man das ausmacht, von daher mache ich mal ganz schnell weiter, bevor irgendjemand eine neue Nachricht schreibt. Normalerweise schreiben die auch nicht so viel, also spammen die nicht so zu. Und wenn die zu spammen, lese ich meistens eh nur zwei Sätze davon. Auf jeden Fall, ja, habe ich hier noch so ein Translation-Teil drauf, wo ich halt in
jede beliebige Sprache umändern, also übersetzen kann. Mir ist das Wort gerade nicht eingefallen. Und das fand ich halt sehr praktisch, vor allem in Englisch, wenn ich im Unterricht sitze und keinen Plan habe, was für ein Shakespeare-Wort der Typ meint. Und deswegen habe ich mir das halt gedownloadet. Dann habe ich hier so eine Mappe mit Unterhaltung und da habe ich halt Korean Star News, das heißt alle News von den koreanischen Stars. Und dann habe ich hier einmal Glamour, wo die deutschen Stars drauf sind und einmal OK, wo die englischen Stars halt drauf sind, also wo ich andauernd News bekomme. Dann habe ich einmal Wiki. Wiki ist einfach so eine App, wo man halt alle Dramen angucken kann, so wie koreanische Dramen oder halt englische Serien oder Taiwan-Dramen. Und die habe ich mir einfach draufgeladen, weil ich es einfach mega gut finde. Und dieses Déjà-vu, was ihr hier seht, das schaue ich mir im Moment auch an, weil ich es super schön finde. Und falls ihr auch eine Asiatin seid oder so und auf so koreanischen Dramen steht, schaut euch einfach mal Déjà-vu an. Ich habe den Link unten in der Infobox für euch. Dann habe ich hier sowas wie Chickfeed, wie heißt das? Cream und Lookbook. Das sind alle drei Apps, wo man halt so Styling-Tipps von anderen bekommt oder so Inspirationen sehen kann, wie die anderen ihre Klamotten stylen und so. Dann habe ich WeHearted, um einfach schöne Bilder zu finden, wie mein Hintergrundbild. Und PPTV ist auch wieder so eine App, wo man Sendungen angucken kann. Dann habe ich hier eine Mappe mit Spiele. Da sind nicht so viele Spiele drauf, wie ihr seht. Ich habe einmal Quizduell, wo ich die ganze Zeit verliere. Und dann habe ich einmal Candy Crush, wie jeder andere, weil Candy Crush macht einfach süchtig. Aber wenn ich nicht weiterkomme, macht es mich aggressiv. Und dann habe ich hier so zwei koreanische Lern-Apps, wo ich Koreanisch lernen kann. Ja, ich bin überzeugt von mir, dass ich das irgendwann mal lernen kann. Und hoffe, dass ich irgendwann auch Koreanisch sprechen kann, weil ich liebe Korea einfach und will auch nächstes Jahr irgendwie mal dahin oder dieses Jahr. Deswegen hoffe ich, dass ich irgendwann auch super gut Koreanisch kann, damit ich diese koreanischen Dramen nicht mehr mit Untertitel angucken muss. Dann habe ich hier so zwei Photoshop-Apps. Das ist einfach eine App, zum Beispiel, wenn du ein Foto machst, dann kannst du hier direkt aussuchen, was für einen Effekt du haben möchtest. Ich nehme jetzt einfach mal das. Und guck, da kann man so Fotos machen. Peace. Und dann kann man das direkt auch auf Instagram laden, auf Facebook oder bei WhatsApp weiter verschicken. Und deswegen fand ich das ganz gut. Und Studio ist genau das gleiche. Man kann halt ein Foto bearbeiten. Und zwar, ich nehme jetzt einfach mal das hier. Das habe ich gerade erst gemacht. Haha. Ich glaube, man muss jetzt auf Editor drücken, ja, klingt logisch. Und dann kann man hier auch Stickers hinzufügen, wie zum Beispiel eine Krone oder so eine komische Nase mit Brille und so. Und ja, dann so eine Fliege. Also es ist eigentlich ganz witzig und ich mag das voll, weil ich das halt mega cool finde. Und man kann halt seine Bilder auch ein bisschen verunstalten. Dann drückt man auf Apply und hat das Foto sozusagen. Man kann es halt noch dann und dann save, aber ich will das jetzt nicht saven, weil, also speichern, weil das jetzt nicht so cool ist. Ja, dann habe ich hier noch diese Newsstand, die eigentlich jeder auf dem Handy hat, aber da ich mir keine Zeitschriften auf dem Handy gekauft habe, habe ich da halt keine Zeitschriften drauf, logisch, ne? Und ja, das waren halt so meine Apps. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auf Instagram folgen. Ich habe ja hier euch alle fast drin. Hier poste ich halt so auch so meine Freizeitfotos, die eigentlich keiner sieht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mich dort folgen würdet. Und ihr könnt mich auch jederzeit auf Facebook, auf Tumblr, auf Twitter und Co., ne, keine Ahnung, wo ich noch drin bin, anschreiben. Ich werde euch auch immer antworten, das wisst ihr ja. Und ja, das waren so meine Apps, die ich auf meinem iPhone drauf habe. Wie gesagt, nicht so spannend. Ich habe echt nur die nötigsten Sachen draufgeladen. Weil ich kenne mich, wenn ich so mega viele Sachen downloade und da drauf tue, irgendwie 30% oder besser gesagt 50% benutze ich eh nicht. Von daher dachte ich mir, downloadest du einfach mal die nötigsten Sachen drauf. Und mich würde es interessieren, ob ihr vielleicht noch eine coole App für mich habt, wo man Fotos bearbeiten kann
oder so Sachen oder ein Spiel, die ich unbedingt haben muss, weil irgendwie das total süchtig macht oder so. Deswegen schreibt mir mal so Spiele oder bessere Apps unten in die Kommentare. Ich würde mich darüber freuen. Und wie immer würde ich mich auch über einen Daumen hoch freuen, falls es euch gefallen hat. Und wenn ihr noch nicht mein Abonnent seid, mich abonnieren. Einfach da unten auf den Button drücken, damit dieser schöne rote Button einfach mal weiß wird, damit es zur Farbe passt. Yay! Ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bye, see you!